tatsächlich ist es so, dass Gold den Aufbau des modernen Geldsystems überhaupt erst ermöglicht hat. Und zwar nicht dadurch, dass Gold im Umlauf war, sondern genau verkehrt herum. Durch den Entzug des Goldes aus der Gesellschaft konnte der moderne Papiergeldkreislauf initiiert werden. Und wenn wir heute eine zentrale Währung haben, die alles steuert, dann ist das diese. Dann deswegen, weil sich im Hintergrund unten im Keller das ganze Gold befindet, auf dem das praktisch aufgebaut worden ist. Ja? Und Amerika hat ja mehr oder weniger alle Staaten der Welt gezwungen, ihr Gold herzugeben. Und dafür haben sie wertloses Papiergeld bekommen, mit den Siegeln der Freimaurerei da drauf, die da sind. Und da ist der eine Schlüssel. Ich habe vorher von zwei Schlüsseln gesprochen. Den einen Schlüssel hat der Petrus, den anderen Schlüssel haben die Logen und der eine Schlüssel ist da drauf. Und das ist das berühmte Winkelmaß der Freimaurer und da ist der Ausgleich. Da in der Ecke, im sogenannten Eckstein, da ist eine Waage. Ja, und dieser Ausgleich, der muss kommen zum Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes, heißt es in der Bibel. Und das hängt natürlich mit einem Gerichtshof zusammen, der jetzt gebaut worden ist in Israel. Das ist der oberste Gerichtshof von Israel, der von der Familie Rothschild jetzt vollendet wurde. Da laufen die Fäden dieses ganzen karmischen Weltdramas zusammen. Ja, hätte ich fast gesagt. Und daher hängt natürlich alles mit dem Zusammenbruch der Dollarstruktur auch zusammen, weil erst wenn der Dollar zusammenbricht, kommt der große Ausgleich. Ja? Und das ist genau der zentrale Punkt an der Sache, weil es ja um das allsehende Auge auf der Pyramide geht, das im hinteren Teil der Dollarnote zu sehen ist. Auf das komme ich später noch zu sprechen. Und dieses steht für sozusagen den Drachenkörper oder Schlangenkörper, was mit der chinesischen Tradition etwas zu tun hat, wo das allsehende Auge wieder zurückkehren muss. Und eines ist heute ja schon klar, die Wirtschaftskraft des chinesischen Volkes hat die amerikanische bei weitem schon überflügelt. Und die Amerikaner stehen in der Schuld Chinas. Das Außenhandelsbilanzdefizit von Amerika ist jetzt mit dem Jahr 2004 auf 50% gestiegen. Das heißt, sie führen doppelt so viele Waren ein, wie sie verkaufen. Und die Chinesen produzieren doppelt so viele Waren, wie sie einführen. Und die Verschuldung gegenüber den Chinesen wird immer größer und immer größer. Und die Gefahr, dass dann die Dollarblase platzt, wird auch immer größer und immer größer. Das kann man sich eh vorstellen. Ja. Zusammenlaufen tut der Faden natürlich da bei der Wall Street. Da ist die große Börse von Amerika, wo die Geldgeschäfte gehandelt werden. Der Zusammenbruch der Wall Street ist ein durchaus mögliches Szenario. Allerdings gehört da sehr viel mehr dazu, als dass da jetzt nur eine iranische Ölbörse errichtet wird. Das ist dann ein Kapitel für sich. Funktionieren tut das Spiel sehr einfach. Das heißt eigentlich nichts anderes als es werde Licht oder es werde Luft. Ja? Fiat Money heißt der Fachbegriff in der Fachwelt. Fiat Money ist Lichtgeld. Was ist Lichtgeld? Lichtgeld ist die Erkenntnis der Banken, dass wenn ein Geldbesitzer, ein Goldbesitzer besser gesagt, seine Werte bei der Bank hinterlegt, diesen im Normalfall nicht mehr einlöst, sondern darauf verzichtet und dieses in der Bank befindliche reale Gold mehrfach belehnt werden kann. Das heißt im Klartext, die ganze Situation hat sich so entwickelt, sag mal, ich habe jetzt 10 Unzen Gold. Wollte diese nicht zu Hause haben, weil mir das zu gefährlich ist. Da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Also gehe ich zur Bank, die einen Safe bereitstellt, um diese 10 Münzen einzuschließen und zu sagen, ja, bei uns sind sie sicher. So, die Bank stellt mir dafür eine Quittung aus. Es waren früher die Wechsel. Ja, aus den Wechseln sind die Papierscheine entstanden. Ein Wechsel ist eine Quittung darüber, dass so und so viele Münzen hinterlegt sind. Dieser Wechsel hat denselben Wert eigentlich wie dieses Gold. Und sehr schnell haben die Geldbesitzer, also die Goldbesitzer, erkannt, dass es ja viel praktischer ist, wenn ich jemand etwas schulde, den Papierzettel weiterzugeben, weil ja der mit dem das einlösen kann. Jetzt haben die angefangen, Papierscheine zu tauschen und so kam der Geldhandel in Bewegung. So ist das Geld geboren worden. Die Bank hat aber im Hintergrund beobachtet, was passiert eigentlich mit diesen Wechseln. Kommt jemand und holt das Gold wieder ab? Und die Erfahrung war, da kommt niemand mehr. Das bleibt da liegen, die machen nur mehr Papierzettelwirtschaft. Ja? Und dann haben sie einen Trick angewendet. Und der Trick war, wenn wir 10 Münzen haben, wir geben 2 Scheine aus auf diese 10 Münzen an 2 verschiedene Personen, dass sie das belehnen können.
Das war natürlich Betrug, auf gut Deutsch gesagt. Das ist nichts anderes als Betrug. Weil wenn ich nur einmal 10 Münzen habe und ich gebe einem eine Quittung dafür, dass er die abholen kann, na, wenn der die abholt, kriegt der andere nichts mehr, logischerweise. Das heißt, die zweite Quittung, das noch einmal abzuholen, war praktisch der Betrug. Aber wurde aus der Erkenntnis geboren, dass ja eh niemand kommt, um das abzuholen. Ja? Das heißt, man hat mehr Papierscheine in Umlauf gebracht, als man tatsächliche Wertsicherungen im Hintergrund hat. Und das ist Inflation, nichts anderes. Das ist das Wesen der Inflation. So, jetzt sind die aber natürlich immer frecher geworden. Die haben gesagt, ja, das ist ja super. Weil wir können ja mit den anderen 10 Unzen auf Papierschein ja einkaufen gehen, weil es hat ja einen realen Wert. Jetzt kaufen wir alles zusammen. Uns gehört die Welt. Und dann kam der Begriff Fiat Money, es werde Licht, es werde Geld. Und sie haben immer mehr Geld und immer mehr Geld und immer mehr Geld gedruckt. Und heute hat eine Bank die Berechtigung, bis zum 10-fachen des Einlagevolumens Kredite auszugeben. Das heißt, sie produzieren 10-mal so viel Papierscheine als Wertsicherung, als sie tatsächlich in der Bank liegen haben. Nur, der Witz der Sache war, das wurde noch weiter aufgestockt, weil wenn die Bank einen Kredit vergibt und jetzt Papierzettel ausgibt, die dann wieder bei der Bank als Sparbuch hinterlegt werden, wurden auf diese wieder Kredite vergeben. Und die Blase dieser Papierscheine ist immer größer und immer größer und immer größer und immer größer geworden. Naja, und irgendwann wird sie platzen. Gar keine Frage. Irgendwann wird diese Seifenblase platzen und dann stürzt das ganze Gebäude in sich zusammen, weil reale Werte gibt es nicht so viel. Und dann stürmen natürlich zu solchen Zeiten alle Leute die Bank und die Ersten kriegen das, was sie noch kriegen. Und wenn nichts mehr da ist, schließt die Bank und sagt, tut mir leid, wir sind pleite. Und die Letzten beißen die Hunde. Das ist das Spiel. Ja? So, der Mann, der hat das zur Perfektion getrieben. Der Alan Greenspan, der ja mittlerweile abgetreten ist. Und einem vehementen Verfechter der Papiergeldpresse das Mandat jetzt überlassen hat. Ja, der Nachfolger von Alan Greenspan ist also ein vehementer Verfechter der inflationären Geldspirale. Und es gibt in Amerika ein Papier, das immer veröffentlicht werden muss, das angibt, wie viel Dollars gerade gedruckt werden in der Notenpresse. Das nennt man die M3-Papiere, heißen die. Im Internet kursieren jetzt viele Meldungen darüber, dass die M3-Papiere nicht mehr veröffentlicht werden ab dem März 2006. Was heißt das im Klartext? Dass kein Mensch der Welt mehr weiß, wie viel Amerika Dollarscheine druckt. Und warum macht man das jetzt? Weil die Inflation eine Gesetzmäßigkeit hat. Je mehr Papierscheine ich produziere, desto mehr verschulde ich mich in der Außenwelt, weil ich ja immer weniger Leistung dafür erbringe. Ich tue ja nichts mehr. Ich drucke ja nur mehr Spielgeld. Das heißt, ich habe einfach eine Notenpresse, wo ich einfach meine Papierscheine drucke. Das ist reines Spielgeld. Da steckt keine Leistung dahinter. Und je mehr ich dieses Spielgeld produziere, ja, desto weniger Leistung wird von mir de facto erbracht. Das heißt, meine Verschuldung wird immer größer und immer größer und immer größer und immer größer. Und das Problem wird, dass sich dieser Kreislauf immer stärker beschleunigt. Und ab einem bestimmten Punkt nennt man das die galoppierende Inflation. Und in Amerika setzt jetzt der Prozess der galoppierenden Inflation ein. Was macht man zu dem Zeitpunkt? Man verheimlicht, wie viel man eigentlich jetzt druckt. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo man beginnt, es zu verheimlichen, beginnt die galoppierende Inflation. Und das ist der März 2006, weil heuer zum ersten Mal Amerika die M3-Papiere nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten 2 Jahren eine galoppierende Inflation des Dollars einsetzen wird und die Amerikaner auf Teufel komm raus Papiergeld in die Umwelt setzen. Was natürlich zu einer hoffnungslosen Papiergeldspirale führen wird und alle anderen versuchen sich von dem irgendwie abzugrenzen. Sie flüchten in andere Werte hinein. Sie flüchten in den Euro, sie flüchten ins Gold, sie flüchten in andere reale Substanzen hinein, um das irgendwie abzupuffern, dass sie nicht nachher von dieser ganzen sozusagen Papierscheinlawine überrollt werden. Mit dem Ergebnis, dass dann nachher die Amerikaner immer größeres Problem haben werden, diesen Dollar in Umlauf zu bringen. Und irgendwann geht es nicht mehr, weil keiner will ihn mehr. Und dann bricht das System zusammen. Und das ist der Beginn der großen Weltwirtschaftskrise, die viel größer sein wird als die von 1929. Viel größer. Weil es geht um Billionen von Dollars, die im Umlauf sind, die nur mehr fiktives Spielgeld sind. Die überhaupt null Deckung haben. Es hat sich herumgesprochen, dass wir in den Mann nicht mehr vertrauen können, in L we trust. Ja.
das schaut nicht gut aus. Welche Auswirkungen wird das Ganze haben? Das Wesentliche am Geldsystem war ja die gleiche Gültigkeit, dass dann niemand mogeln konnte, wenn jetzt der eine ein Produkt verkauft und der andere, dass der Zahlschein immer den gleichen Wert hat. Das ist ja auch die Frage bei den modernen Geldscheinen, dass sie nicht gefälscht werden können. Beim Gold war das noch relativ einfach, hat man einfach einen Prägestempel draufgegeben, das Gold an sich war der Wert. Und später kam man aber dann zu der immer abstrakteren Form, dass eigentlich die Symbolik dahinter der zentrale Träger ist und dass es einen Standard geben muss, nachdem das normiert ist. Und dieser Standard gibt der Markus vor und die Symbolfigur dahinter ist der Löwe. Das ist auch das zentrale, der zentrale Teil im Rothschild-Siegel. Wir haben da vorher dieses englische oder Rothschild-Siegel gesehen, der Freimaurer, da steht links ein Leopard oder Löwe. Und das ist die Kernenergie und im Rothschild-Siegel steht unter dem Löwen drunter Concordia, aus dem Herz heraus. Und aus dem Herz des Löwen heraus hat sich auch das Rothschild-Imperium entwickelt. Und die schärfste Waffe, die sozusagen der Löwe trägt, ist eben die Kralle. Und daher ist das ultimative Zeichen, auf das der Handel abzielt, das sogenannte Zeichen des Tieres. Das ist ja auch das Tier, nennt sich das auch, das dann das siebenköpfige Löwe, der dann in der Johannesapokalypse auch beschrieben wird. Und er gibt uns dieses Zeichen und diese Kralle kommt in drei Formen vor, als 666er Struktur. Und das ist eigentlich der geheime Wunsch der Liga, der Welt, das Geld überhaupt abzuschaffen und alles auf einen bargeldlosen Zahlungsverkehr auf die nächste Ebene zu heben, wo dann im Hintergrund eine 666er Struktur als Stempel den Menschen aufgedrückt wird, mit dem er als Bezahlung dann praktisch operieren kann. Also das ist so die tiefere philosophische Kerngedanke, der da dahinter steht. Ja? Wir haben auch darüber gesprochen, dass in der Mitte dieses Rothschild-Siegels diese Rittermaske da zu sehen ist mit den sieben Stäben. Und das ist jetzt auch eben als Kornkreis erschienen, in dieser Form hier. Da sind mehrere Dinge gleichzeitig drinnen. Man kann da vorne so Pyramiden erkennen. Sieht man das da? Und da ist immer eine Seite so irgendwie nicht ausgeführt. Die vierte Linie von der Pyramide, die zeigt nicht nach unten, weil durch diesen Ritterhelm, der im Prinzip da oben auch zu sehen ist, da so das runterhängt, wie früher die Ritter das hatten und das verdeckt. Aber das Interessante ist, dass der Teil mit dieser Ecke, der hier fehlt, eigentlich hier oben abgebildet ist. Und man muss den unten dort hinein projizieren, dann entsteht das da draußen, dann sieht man, dass diese Pyramide vollständig wird. Und das bezieht sich eben auf die drei Pyramiden von Gizeh, wo die hermetische Tradition ihren Anfang genommen hat. Und in der Verkörperung des Hiram Abiff, dieses Ritters unter der Maske, sozusagen sich dann in Szene gesetzt hat. Und wenn dieses Visierfeld da oben, wenn das praktisch gedreht wird und nach unten in die Pyramide hineingedreht wird, dann öffnet sich die dritte Pyramide von Gizeh und gleichzeitig fällt der Ritter, der rote Ritter sozusagen von seinem Stockerl runter. Und dann kommt es zur großen Transformation des Systems. Und diese Geschichte wird erzählt in der Parsival-Legende in symbolischer Form, wo der Parsival gegen den roten Ritter dann antritt und ihn dann mittels eines Wurfgeschosses an der Schläfe trifft, zufälligerweise dann selber zum Ritter geschlagen wird und dann sozusagen in dem System eine besondere Rolle zugeordnet bekommt. Das haben die Logen hier auch dargestellt, hier sieht man es wieder. Das war schon vor Jahren in Wien, wurde der blaue Ritter, der mit dem Parsival zu identifizieren ist, als kopfloser Reiter dargestellt. Man erinnere sich jetzt auch an die Darstellung vom Osama Bin Laden, das Pferd ohne Kopf und der Osama Bin Laden als Kopf obendrauf. Nicht? So ein ähnliches Symbol ist auch in den deutschen Zeitungen erschienen, kurz vor der Wahl von der Frau Merkel. Da gab es einen Gaul, der hatte keinen Kopf und an dessen Stelle war die Merkel drauf. Ja? Das ist das Ausgangssymbol, um was es hier geht. Das ist ein feuergefährliches Zeichen hier auch zu sehen. Und der Strichcode ist bereits hier hinten drauf. Das ist die Tatze des Löwen, die auf das Pferd zugreift, weil die Mutter des Löwen ja der Schütze ist. Nicht? Wir haben ja drei Feuerzeichen in den Tierkreisen. Das ist der Widder, das ist der Vater des Löwen und der Schütze, der vorne eben auch keinen Kopf hat, weil ja im Prinzip ein Zentaure herauskommt, ein Mensch, der dann vorne sozusagen aus dem Pferd herausspringt, das war ja dann der Achilles, ist dann gleichzeitig der Zentaure die Mutter des Löwen. Und daher greift der Löwe mit seiner Tatze über den Strich kurz sozusagen da hinten auf diese Struktur hinauf. Das Feuer hat natürlich auch eine bestimmte Bedeutung.
jetzt nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall, dieser Ritter steht diesem roten Ritter da gegenüber und man sieht, dass der aus Ziegelsteinen hier gebaut ist. Ja? Die Ziegelsteine stehen für die Mauer der Loge. Das ist der Hiram Abiff, der rote Ritter. Und drunter ist auch der sinnige Text, another brick in the wall. Ein weiterer Stein in der Mauer oder auch, wenn man es anders übersetzt, ein Loch in der Mauer in gewisser Weise. Da gibt es dieses berühmte Lied von Pink Floyd, Another Brick in the Wall, wo es darum geht, dass diese Mauern niedergerissen werden de facto. Und die beiden stehen sich gegenüber. Es ist also schon klar, dass dieser Ritter dann zu Fall kommen wird. Und das betrifft natürlich ganz massiv auch dieses rotschildische Siegel, dass diese Rittermaske dann zu Fall kommt. Und dann bricht dieses Siegel de facto auseinander. Ja? Und auf dieser Seite wird das Pferd frei. Das weiße Pferd mit dem Einhorn ist ja hier angekettet. Da ist eine Halskrause da, die auch wie eine Krone aussieht. Und da geht die Kette da herunter, die da unten befestigt ist. Und wenn dieses weiße Pferd, dessen Horn dann verloren geht, von dieser Flanke wegspringt, dann ist sozusagen die Deckung für das rotschildische Siegel nicht mehr gegeben und der Löwe muss sich auf seine Kernenergie zurückziehen. Dieser Rückzug bedeutet, dass der Löwe dann auch angreifen muss. Und mit dem Aufbrechen des Solarplexus zerbricht jetzt dieses rotschildische Siegel. Das bedeutet, dass im Sommer dieses Jahres der Löwe angreift und daher kommt jetzt ein Film in die Kinos mit 6.06.2006 und der Film heißt 666, das Biest greift an. Ja? Das heißt so, ja, the beast is released worldwide im Englischen, 666. Ja. Das heißt, ab dem 6.06.2006 wird scharf geschossen und das Ziel läuft darauf hinaus, dem Wirtschaftsimperium die Kralle des Tieres zu geben und die 666er-Struktur einzuführen und den bargeldlosen Zahlungsverkehr als ultimative nächste Ebene auf das momentane Geldsystem aufzusetzen und das Geld abzuschaffen. Das heißt, wenn es jetzt zu einer Dollarkrise und dann in der weiteren Folge zu einer Eurokrise kommt, mit denen dann beide baden gehen, dann hat das eigentlich schon von vornherein eine Bestimmung und das ist so erwünscht. Man will es so haben. Das ist keine zufällige Erscheinung, sondern eine geplante Erscheinung. Und das geht aus dem Papier hervor, was ich da verteilt habe, über den Weltgeldbetrug, dass die BITS als Organisation im Hintergrund eigentlich diese Umstellung vom Zahlungsverkehr des Geldes auf einen bargeldlosen Zahlungsverkehr bereits in Planung hat. Das heißt, die große Weltwirtschaftskrise an dem Punkt ist keine einfach nur so herbeigeführte, die zufälligerweise entstanden sind, also das ist geplant, das ist eine geplante Aktion. Und das geht dann auf die nächste Ebene. Das ist natürlich dann sehr erschreckend, das aus dieser Perspektive zu sehen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man verstanden, dass eigentlich die Manipulation der Energien auf den Pyramideneffekt zurückzuführen sind. Die Pyramide steht aber auf der Dollarnote bitte drauf. Da steht es doch bitte drauf, damit ist doch klar, was hier eigentlich am Laufen ist. Die Pyramidenspiele sind am Laufen in der Geldwirtschaft, dass bestimmte Kreise über Pulsationswellen im Geldzyklus dann einen Rahmen abschöpfen. Ein altes Spiel, sehr einfach. Divide et impera heißt das Spiel, von Machiavelli formuliert. Den Rahmen abschöpfen, ja. Und in der Technik ist es genauso. Warum soll es da anders sein? Ne? Also das heißt, da entsteht eine Synthese, eine größere Synthese. Ja? Da sind übrigens dann die Schaltbilder drinnen, wie der Gleichstromanteil hier ausfällt. Ne? Was interessant ist, ist, die Natur versucht das auszugleichen. Es findet sofort eine Oxidation dieser Spitze statt, indem die Oberfläche durch eine Oxidschicht wieder vergrößert wird, sodass dieser Gleichstrompuls verringert wird. Das heißt, das schlägt dann sofort in die Chemie um. Ne? Gut, ich meine, wir sind jetzt da schon sehr, sehr, sehr technisch unterwegs. Bitte? Das wirkt sich dahingehend aus, dass wenn der Rahmen ständig abgeschöpft wird, dass es eine permanente Geldentwertung im System gibt. Das ist das sogenannte deflationäre Geld. Die Deflation ist der sozusagen Geldentzug, aber nur in der Nummerngröße. Mit sozusagen, dass man den Leuten sagt, dass sie jetzt weniger in der Tasche haben, weil das andere nichts mehr wert ist. Also das funktioniert so, wenn ich jetzt da so meine 100 oder 1000 Euro Scheine habe und ich drucke jetzt inflationäres Geld im Verhältnis zur Leistung und pumpe das raus, fließt die Leistung zunächst einmal bei mir ab. Aber nachher muss ich ja den Nennwert dessen, weil die haben ja Gegenleistung in Form dieser Scheine, meine Bekundung, dass ich die Rechnung noch zu begleichen habe,
Ja, ich habe Ihnen einen Schuldschein gegeben. Geld ist doch bitte keine Bezahlung. Geld ist ein Schuldschein. Das ist das Eingeständnis, dass meine Leistung noch nicht erbracht worden ist, sondern nur in Form dieses Papierzettels vorläufige Gültigkeit hat. So, wenn ich jetzt den Nennwert von meinem Schuldschein plötzlich heruntersetze, indem ich statt 100 Euro nur mehr 10 Euro draufschreibe, dann sage ich, ja Leute, es tut mir leid, meine Schuld wird nicht beglichen, weil ihr kriegt von mir nur 10 Euro statt 100 Euro. Ihr habt mir aber eure Leistung ja in Form von Sachwerten schon gegeben. Also mit anderen Worten, das ist der Vollzug des Betrugssystems, was dazu führt, dass es zu einer Beschleunigung des Wirtschaftskreislaufes kommt. Und nachdem die Güter ja als Konzentration bei einigen Kreisen abgeflossen sind und der Mangel am Markt vorhanden ist an Gütern, muss der Preis nach oben gehen. Jede Deflation erzeugt sofort einen Preisschub. Siehe Einführung des Euros. Wer gedacht hat, dass durch die Veränderung der Mark und des Schillings zum Euro keine Deflation am Laufen war, der hat sich da gewaltig getäuscht. Das ist ja kein 1:1 Umtausch gewesen. Das war es noch nie. Das ist immer wieder passiert. Ja? Was passiert dann? Naja, es ist eine Dezentralisierung des Geldkreislaufs ist die Folge, wenn ich es zu weit treibe. Leute sagen, mit dem inflationären Geld kann ich mir nichts mehr kaufen. Wenn einmal das Brot 1 Million Schilling kostet oder 1 Million Euro, dann wird das einfach beiseite gelegt und ich mache mir meine eigenen Papierscheine. Da kommen jetzt die ganzen alternativen Währungen. Naja, natürlich, die alternativen Währungen kommen an dem Punkt, wo das System am Anschlag steht. Und es steht insofern am Anschlag, dass aus der Bevölkerung nichts mehr herausgepumpt werden kann. Es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ja, ja, es gibt natürlich noch andere Lösungen. Eine sehr einfache Lösung der Schuldenbegleichung ist die, nachdem ich merke, dass bei mir die Schulden immer größer werden, muss ich mich ja zur Wehr setzen, weil nachher kommen ja die Gläubiger. Also was werde ich tun? Ich werde aufrüsten. Ich muss aggressivere Mittel der Verteidigung finden. Diese dann in die Rüstung hineingeschickt werden, weil mit dem ganzen Kapital, was ich mir an echter Wirtschaftskraft praktisch gegen dieses Falschgeld erwirtschaftet habe, schicke ich das in die Rüstung hinein. Und dann, wenn die anderen kommen und sagen, ja Leute, ihr müsst eure Rechnung bezahlen, dann fahren die Kanonen auf, überall. Das ist dann auch eine Form der Rechnungsbegleichung, könnte man sagen. Ja, die ist aber dann sehr aggressiv. Und ob das die Lösung ist, ich weiß nicht. Ich meine, das müssen wir doch nicht jedes Mal in dieser Form durchspielen. Ja, das ist die der Währung liegt ja schon überall auch, nicht? Diese ist auch logisch, weil ein zirkulierendes System für sich ist ja niemals ein sozusagen omni-universaler Körper. Zum Beispiel wir selber haben ja auch ein zirkuläres Medium in uns, das ist das Blut. Das zirkuliert, aber es ist mein Blut zirkuliert ja nicht bei euch allen im Körper. Mein Blut zirkuliert da drinnen und euers in eurem Körper. Das heißt, es gibt eine gewisse Abgrenzung. Es gibt eine gewisse Autonomie des sozusagen Wirtschaftskreislaufs des Körpers. Und genauso muss es eine Autonomie im Geldkreislauf geben, dass unabhängige Kreise für sich selber existieren können, selbst wenn sie untereinander eine gewisse Form der Kommunikation noch führen. Das heißt, es muss viele, viele, viele kleine Währungen geben statt einer riesengroßen Währung. Die dann natürlich alles irgendwo dominiert und diktiert an dem Punkt. Ja gut, ich meine, was ist der Zins? Da könnten wir auch noch drüber reden. Was ist denn der Sinn von einem Tauschmittel? Sagen wir mal, das ist unser Geldschein. Der Sinn von einem Tauschmittel ist, dass zwei oder drei Personen untereinander Waren tauschen können, ohne dass sie auf dieses Mittel des direkten sozusagen Handels zurückgreifen müssen, dass ich meine Kartoffeln gegen deine paar Schuhe tausche. Sondern wenn ich Kartoffeln habe, dann kann er nicht mit meinen Kartoffeln überall hineinspazieren und sagen, ich möchte Schuhe und Fernsehgeräte und dies und jenes, aber ihr kriegt von mir nur Kartoffeln. De facto ist es ja eigentlich immer noch so, aber eigentlich gehen wir halt mit dem modernen Mittel, mit einem Papierschein hinein und kaufen uns dann die Schuhe. So, der Sinn von diesem Papierschein ist, dass dieser Tausch vollzogen werden kann über Dritte und Vierte und Fünfte. Also mit anderen Worten, das ist das Schmiermittel, ja, da haben wir dann auch das Thema Schmiere ja, drinnen, dass die Möglichkeit schafft, dass der Wirtschaftskreislauf überhaupt in Gang ist. Das heißt, das Wesen dieses Papierscheines ist es, dass er immer in Bewegung ist. Was verhindert die Bewegung des Geldflusses? Der Zins. Warum? Weil der Zins veranlasst mich, das Geld aus dem Verkehr zu nehmen und auf die Bank zu legen. Weil ich kann ja was verdienen dran. Das heißt, dann, das wird dann unter dem Motto zusammengefasst, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. So, meine erste Frage ist einmal, wie kann der Papierschein arbeiten? Der kann doch gar nicht arbeiten. Es können nur Leute arbeiten.
und so weiter. Aber sicher nicht der Papierschein. Also wenn der nicht arbeiten kann, wie kann das dann sein, dass ich eine Leistung daraus beziehe, die gar nicht vorhanden ist? Das bedeutet, ich verschulde mich, wenn ich Zins verlange. Das ist eine Verschuldung, die automatisch dir zur Folge kommt. Zum Thema Börsengeschäfte, ne? So viel. Warum das eigentlich nur Seifenblase ist. Außerdem wird das Geld dem Kreislauf entzogen mit der Folge, dass die Wirtschaft behindert wird, weil es nicht in genügendem Maße vorhanden ist im Verhältnis zur Leistung, zur Arbeitskraft. Das bedeutet, Leute, die Arbeitskraft zur Verfügung stellen könnten, können sie nicht mehr zur Verfügung stellen, weil nicht genügend flüssiges Mittel vorhanden ist, damit dieser Tausch vollzogen werden kann. Also mit anderen Worten, der Zins behindert die Tatsache, dass es eine Vollbeschäftigung gibt. Jetzt einmal anders formuliert. Ja? Richtig. Ja? Richtig. Da haben die, genau, da haben die das anders gemacht. Die haben ganz was Einfaches gemacht. Da stehen vorne, steht drauf 100 Euro. Ja? Und hinten steht ein Verfallsdatum drauf. Da ist ein Gitter drauf, ein Raster einfach so. Und da steht drauf Jänner, Februar, März. Und jetzt schaut es so aus, ich muss zur Gemeinde gehen. Ja, das ist sowas, ja. Nein, das kenne ich noch nicht. Und jetzt muss ich dann gehe ich zur Gemeinde und im Jänner muss ich 10 Euro draufpicken, sonst ist der Schein nichts mehr wert. Und im Februar muss ich wieder 10 Euro draufpicken. Und nach 10 Monaten habe ich hier 100 Euro draufgepickt. Ja, das fließt in die Gemeindekasse. Die Gemeindekasse hebt dadurch ihre Steuern ein und verwendet das für ihre Infrastruktur. Mit dem Ergebnis, dass am 31. Jänner wollen alle ihre Geldscheine loswerden, weil ja sonst 10 Euro weg sind pro Geldschein. Hat jemand viel Geldscheine, muss er viel zahlen. Hat jemand wenig Geldscheine, muss er wenig zahlen. Das heißt, der viel hat, wird versuchen, es möglichst schnell loszuwerden. Noch schneller als der wenig hat. Mit dem Ergebnis, dass der Wirtschaftskreislauf extrem beschleunigt wird und die Arbeitskraft hereingezogen wird ins Feld. Ja? Das löst noch zusätzliche Probleme, nämlich, dass die Steuer Cash in der Kasse liegt. Weil in dem Augenblick, wo diese 10 Marken darauf gepickt werden müssen, liegt das in der Gemeindekasse. Hat den Vorteil, dass ich den Leuten gar nicht in die Bücher schauen muss, weil mich das nicht interessiert. Wenn jemand viel Geld hat, muss er viel picken, weil sonst der Schein nichts mehr wert ist. Es ist sehr einfach. Ich brauche gar keine Buchhaltung anschauen, er muss es eh picken, weil sonst ist der Schein nichts mehr wert. Er kann nur versuchen, ihn loszuwerden vorher noch. Aber keiner wird den annehmen, weil jeder natürlich darauf bedacht ist, dass er seine eigenen Scheine losbringt zum Datum. Also mit anderen Worten, die Leute decken sich zuerst mit Sachwerten ein und mit den wahren Werten des Lebens und das Papiergeld bleibt über. Und zwar auf dem Markt. Was dazu führt, dass das noch weiter zirkuliert, weil es verschwindet ja nicht, mit der Folge, dass trotzdem jeder das loshaben will und jetzt verzweifelt noch irgendwelche Leute sucht, die noch was arbeiten wollen. Das sind natürlich dann in der zweiten Ebene die geistigen Leute, nachdem sich ja alle schon mit Werten eingedeckt haben. Also mit anderen Worten, das sogenannte Schwundgeld des Antizinssystems vom Silvio Gesell bindet geistige Kräfte und zieht die praktisch ins Feld herein und ermöglicht eine spirituelle Aufwertung der Gesellschaft bei gleichzeitig steigenden Standards der Bevölkerung. Und der Zins macht genau das Gegenteil davon. Er wirft die geistigen Werte aus der Gesellschaft heraus, erzeugt hohe Arbeitslosigkeit und eine Mangelwirtschaft zugunsten weniger Reicher und vieler Armer. So einfach ist das. Und warum muss das Geld entwertet werden? Ja, sehr einfach. Weil die Waren, die getauscht werden, die gekauft werden, ja auch entwertet sind. Jedes Produkt, das ich heute irgendwo am Markt kaufe, ist immer am höchsten Stand seiner Entwicklung und kann von dort an nur noch schlechter werden. Bei der Tomate sehe ich es am allerbesten. Wenn die Tomate gekauft wird, dann ist sie genau frisch, knackig und rot und dann nachher verfault es mal. Aber der Papierschein tut das nicht. Bitte? Ja, sie verfault nicht. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und das bedeutet, dass alles einer Entwertung unterliegt. Und nachdem jedes Produkt und jede Leistung einer Entwertung unterliegt, muss auch das Geld einer Entwertung unterzogen werden. Und zwar nicht einer unbewussten, die hinten herum gemacht wird zugunsten ganz bestimmter Kreise, sondern die vorn herum transparent für jeden sichtbar, klar und einsichtig definiert ist. Das ist dann ehrlich. Das kenne ich jetzt nicht da mit dem Chiemgau. Ist das so, ja? Der ist jetzt im Januar eingeführt worden. Ist allerdings noch an Euro gebunden. Mhm. Schon zwei Märkchen drauf. Da sind da schon zwei drauf. Ne? Ah, das ist schon der erste Schwundgeldschein. Ja. Ja, da haben wir schon so hey, Pickerl da. Hm? Aber was es jetzt neuerdings gibt, das ist eben das System als solches, zum Beispiel bei Joytopia. Da ist das schon als ganzes Wirtschaftssystem ausgereift. Und das Auge da hinten, von wem ist das? Das hat die 10. Klasse von der Waldorfschule in Prien, hat das Ganze inszeniert und das sind Gemälde von Kindern, also von Jugendlichen.
mhm. als Sicherheitssymbol. Mhm. Ja, das ist gut. Nein, ich finde das gut. Ja. Ganz toll. Das ist jetzt, also man kauft sich das praktisch im Abo für Euro. Die Geschäfte geben es dann wieder zurück und kriegen 5% weniger. Und davon wird das Ganze finanziert. Mhm. Aber die Leute haben jetzt schon einen Geschmack, was passiert, wenn das Geld entwertet wird. Richtig, ja. Es ist völlig anders. Der Silvio Gesell hat ja mit weniger als 5.000 Schillingen in Österreich ein Wirtschaftsvolumen von damals in der Zwischenkriegszeit von über 2,5 Millionen Schilling erreicht. Und kein Mensch konnte das erklären, wie das möglich ist, mit 5.000 Schillingscheinen, mit diesen winzigen paar Geldscheinen, so eine Wirtschaftskraft zu entfalten. Weil das Geld in der Zwischenzeit über 400 Mal zirkuliert ist und eine unglaubliche Wirtschaftskraft entfaltet hat. Wir brauchen gar nicht so viele Millionen von Scheinen. Das ist gar nicht notwendig. Wir müssen nur umdenken. Dann kann man mit sehr wenig Geld unglaublich viel wirtschaftlich erreichen. Vor zwei Wochen war in Österreich ein Kongress über dieses Geld. Bitte? Vor zwei Wochen war in Österreich ein Kongress über alternative Währungen und Geld. Ja. Und da war ausgerechnet ein Banker dabei, der damals als Jugendlicher die Akten von Reagan vernichtet hat. Ja, ich werde mal schauen, ob ich die Bilder da habe. Ich habe sie, glaube ich, da. Wir können uns unserem Overhead-Projektor anschauen. Ich muss es nur kurz umstellen von dieser Wörgel-Geschichte. Der war Nationalbankpräsident von der belgischen Nationalbank. Ja. Er spricht übrigens im zweiten Buch dann über die Emotionalität des Geldes. Das ist dann vielleicht noch interessanter. So, jetzt schauen wir mal da rein. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es schon am Markt ist, aber es ist damals angekündigt gewesen. Ja. Ich habe es noch nicht, ne? Aber ich denke mir, dass es ziemlich interessant ist. Ja? Also das war jetzt das, was wir da gerade besprochen haben, dass ja eigentlich die Leistung ein Kuchen ist, der immer gleich groß ist. Da werden jetzt wahrscheinlich einige einwenden, ja, das stimmt ja gar nicht, weil die Rohstoffe und dies und jenes und geistiges Kapital. Nur, wenn man tiefer darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass der Gesamtkuchen immer trotzdem gleich groß bleibt, weil das, den Preis, den man dafür bezahlt, ist immer die Zeit. Ja, wenn ich über geistige Dinge nachdenke, dann brauche ich Zeit dafür. Also über die Zeit ist das Karma immer ausgeglichen. Aber machen wir es einmal so, das sind verschiedene Bereiche, wie sich zum Beispiel Leistung definiert. Ressourcen, Arbeitskraft, produzierte Güter, Grund und Boden. Und eigentlich kann man nur diese Dinge tauschen. Edelmetalle, Brennstoffe, Holz gegen produzierte Güter, Arbeitskraft und geistiges Potenzial gegen Grund und Boden und so weiter. Das ist eigentlich die gerechte Situation einer Wirtschaftskraft. Wenn ich jetzt diese Überbegriffe hier zusammenziehe und meine echten Tauschmittel hier einmal zusammenfasse, Ressourcen, Arbeitskraft, Güter und Grund und Boden, dann kann ich sehr schön sehen, dass ich diesen Kreislauf dahingehend manipulieren kann, dass ich künstliche Tauschmittel einführe, die gar nichts wert sind, indem ich einem anderen suggeriere, dass es aber was wert wäre. Künstliche Tauschmittelerschaffung, das ist die Inflation. Inflation ist nichts anderes, dass irgendjemand sich das Recht herausnimmt, etwas in Umlauf zu bringen, dessen Wertigkeit nicht gedeckt ist. Normalerweise darf eine Bank ja nur das drucken in Geldscheinen, was sie an echten Warenwerten in der Kasse hat, zum Beispiel durch Gold. Aber wie wir alle wissen, ist seit den 70er Jahren durch das Bretton Woods-Abkommen die Golddeckung aufgehoben worden. Mit anderen Worten, hier sitzt irgendjemand an der großen Papiermaschine und druckt Millionen und Milliarden von irgendwelchen grünen Scheinchen, ja, Dollarnoten, die überhaupt keine Deckung haben. Mit der Folge, dass dieser Bereich dorthin wandert, wo das rauskommt, logischerweise. Mit anderen Worten, woran ist die Bank interessiert? An der Rückzahlung des Kredites? Nein. An den wahren Sachwerten. Darin in die Bücher sich einzutragen, in den Grund und Boden sich einzutragen, in die Arbeitskraft sich einzutragen. Und dafür hast du ein Ersatzmittel, ein vorläufiges, dessen Deckung du natürlich gerne einfordern möchtest. Aber kurz bevor das passiert, kommt es zur sogenannten Tauschmittelvernichtung. Das Geld wird vom Markt genommen, eine niedrigere Währung in Umlauf gesetzt, eine geringere Menge sozusagen in Umlauf gesetzt und das ist die Deflation. Und damit wurde bekundet, dass du leider geprellt worden bist, weil der Rest gehört uns, das ist ja schon in die Bücher eingeschrieben. Wir stehen ja schon drinnen im Haus und im Grund und Boden, da steht ja überall die Bank drinnen. Und du hast noch nicht einmal ein legales Mittel dagegen anzukämpfen und zu sagen, ja Moment einmal, da stimmt doch irgendwas nicht, dass das ja eigentlich ein Betrugssystem gewesen ist. So, hier muss auch ein gewaltiges Umdenken einsetzen. Ja. Aber das funktioniert ja dann nicht mehr, wenn den Banken alles gehört. Richtig, in diesem Zustand nähern wir uns ja. Mit dem Ergebnis, dass
die Wirtschaft zum Erliegen kommt, weil nichts mehr funktioniert und die Banken das entweder freigeben oder und dann natürlich dann selber in die Krise geraten. Also mit anderen Worten, die Bank kann an dem Punkt dann zusperren. Und das soll schon soweit sein, ja. Der Punkt, dass es noch nicht soweit ist, soll nur damit zusammenhängen, dass hier es noch nicht ist. Ja, das ist richtig. Das ist gar nicht so falsch. Ja. So, also haben wir hier gewisse Forderungen, wenn man mal da auf das eingeht. Ja. Erste Bedingung, das heißt eine Substanzrelation 1 zu 1. Es muss eine Deckung der Währung vorhanden sein. Übrigens, interessant, der Alan Greenspan, der Präsident der Nationalbank von Amerika, hat jetzt eine Rede gehalten, in der er ganz offen deklariert hat, er möchte zum Goldstandard wieder zurückkehren. Wie er das bewerkstelligen will, weiß ich nicht, bei dem Außenstand, den die Amerikaner haben. Bitte? Ja, ja, richtig. Also da möchte er jetzt gerne wieder zurückkehren und das kann er aber nicht, weil dann der Goldpreis so gewaltig nach oben schnalzt, ja, weil die Goldmünzen, die die echte Währung noch verkörpern, dann plötzlich von $400 auf $800 raufspringen. Also bei 330 sind es jetzt halt ungefähr. Und die werden dann auf $800 raufspringen. Und das bedeutet, dass hier einige ganz schön durch die Röhre schauen und das getraut er sich dann doch nicht zu machen. Also frage ich mich, wie er das jetzt bewerkstelligen will. Ja gut, das lassen wir weg. Das war jetzt der Silvio Gesell, auf das wollte ich eigentlich noch kommen, der in der Zwischenkriegszeit dieses System eingeführt hat, im Wörgl in Tirol. Der hat auch ein Buch geschrieben, die natürliche Wirtschaftsordnung, und das war ein Schweizer. Und genau wie dieser Schein hat auch dieser Schein ausgeschaut. Nicht viel anders. So, Entschuldige. Das war damals nur ein Schilling, das war aber sehr viel wert. Das ist also vergleichbar mit, was weiß ich, 100 Schillingen, also das wären ungefähr 10, so 7 Euro oder sowas. Und da musste man hier einfach diese Marken draufblicken, 10 Groschen, bis das abgelaufen war. Und mit diesem Geld hat er praktisch das ganze System gesteuert da. Genau wie mit dieser Schein, der jetzt da auch wieder existiert. Und dazu ist auf der Rückseite dieses Scheines auch noch was draufgestanden, damit alle auch kapieren, worum es geht. Und draufgestanden ist, an alle... Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat, klammerein wirtschaftlich gesehen, seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit, durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärtsrollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Wirrnisse und Auflösung getrieben werde. Die Menschen leben vom Austausch ihrer, und das ist jetzt ganz fett gedruckt, Leistungen. Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum größten Teil unterbunden durch den Zins und durch die Inflation. Und Millionen arbeitsbereiter Menschen wohlgemerkt, ja, haben dadurch bereits ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Das ist auch noch wichtig. Es gibt heute sehr viele Leute, die gerne arbeiten wollen, aber keine Arbeit kriegen. Ja, wie gibt es denn sowas überhaupt? Es ist doch genug zu tun. Es kann doch niemand erzählen, dass hier nichts zu tun wäre. Es gibt genug zu tun. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gegeben und der Lebensraum für alle bereits Ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Wobei die geistigen Kräfte als erstes aus dem System rausfliegen, weil die sind ja auch am unbequemsten. Diesem Ziele dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Und mit dem praktisch 25%, die da eingehoben worden sind, ja, durch die 10-Groschen-Abgabe wurde eine Suppenküche betrieben, die dann der allgemeinen Bevölkerung gedient hat, damit die davon leben können und alle anderen Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde praktisch erledigt. Das System hat so gut funktioniert, dass 200 Gemeinden in Tirol das auch einführen wollten, sofort. Da sind die Bürgermeister da hingekommen und haben sich beraten lassen, wie sie das auch machen können, und dann ist die Nationalbank von Österreich gekommen und hat das verboten. Das System. Und das war der Untergang dieses Systems, weil warum sollen andere den Rahmen abschöpfen, wenn wir das eh schon machen können? Das ist übrigens Wörgl, das dann wirtschaftskraftmäßig mit diesem Freigeld im Jahre 1933 erbaut worden ist. Inklusive einer Skischanze, die bitte? Inklusive einer Skischanze. Genau, richtig. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass in einer Zeit, in der zum Beispiel die Wirtschaftskraft vollständig zum Erliegen kommt, es sehr wohl möglich ist, den Arbeitskreislauf ohne Probleme aufrechtzuerhalten. Das ist überhaupt kein Thema.
Und das sogenannte ständige Wirtschaftswachstum, das ist ja reine Fiktion. Die Wirtschaft wächst doch nicht in dem Ausmaße, wie fiktives Geld erzeugt wird. Das zeigt sich doch ganz klar an der Arbeitskraft. Die Wirtschaft kann nur so viel wachsen, wie wir selber an Leistung erbringen können. Und das ist marginal. Das sind minimale praktisch Zuwächse gegenüber diesem inflationären Geldsystem. Ja, es gibt jetzt mittlerweile schon sehr viele Systeme, die so arbeiten. Den LET, Local Exchange Trading System in Kanada. In England gibt es ca. 200 lokale Tauschsysteme schon. Dann die Wirtschaftsringgenossenschaft in der Schweiz, ja, die erzielt mittlerweile schon einen Geldumlauf von 2 Milliarden Schweizer Franken. Die hat auch mit diesem System angefangen, ist aber mittlerweile schon wieder umgestiegen auf ein Zinssystem und so weiter. Das SEL-System in Frankreich hat 200 Verbände, der Ithaca Hours hat 40 Verbände, ja, und so weiter. Die Information, wie man sowas aufzieht, ist zu beziehen, zum Beispiel beim Ithaca Hour für 25 US-Dollar mit einer Broschüre und der Möglichkeit, wie diese Scheine dann ausschauen müssen. Da kann man das praktisch dann praktisch umsetzen, wenn man möchte. Ja. Also so viel noch zum Thema Geldsystem. Das wollte ich vielleicht an der Stelle noch einbringen.